Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Sascha Traut wie gehabt, Jonas Meffert wie gehabt. Jan Mausberger hat die Schiene, aber man merkt im Training, dass das noch so ein bisschen Probleme macht, gerade im Zweikampf, beim Fallen, mit dem Abstützen vor allen Dingen. Deswegen ist er auch noch nicht einsatzfähig. Dennis Kempe hat gerade das Training abgebrochen, hat im Spiel einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen, hat jetzt gerade wieder einen drauf bekommen, ist ein Bluterguss drin. Müssen wir abwarten, wird eine kurzfristige Entscheidung. Prinzipiell glaube ich, dass es funktioniert. Aber im Zweifelsfall würde da auch Philipp Max bereitstehen. Ja, ich glaube, uns erwartet da eine ganz schwierige Aufgabe. Zu Hause hat Red Bull Leipzig überzeugt bisher, eine sehr aggressive Mannschaft, die Räume sehr eng hält, die sehr wenig Platz lässt. Und darauf werden wir uns auch mal einstellen müssen, haben heute schon damit angefangen. Ja, wir freuen uns auf diese Aufgabe, einfach das nächste Spitzenspiel anzugehen, die nächste Aufgabe, eine gute Auswärtshürde. Wir fahren trotz dieser Schwere, dieser Aufgabe mit einem guten Selbstbewusstsein dahin, weil wir, glaube ich, überzeugt haben im letzten Spiel und nicht nur das, auch wenn ich an die anderen Auswärtsauftritte denke, dass wir da sehr konsequent gespielt haben, dass wir jeweils gezeigt haben, dass uns das gar nicht viel ausmacht, weit weg zu fahren und da gut zu spielen. Wir werden alles dafür tun, diese Serie, die wir da haben, auch weiter zu stricken. In der sportlichen Leitung sieht die Situation so aus, dass wir vorher mit den Auftritten zufrieden waren, dass man gemerkt hat, dass er sich noch ein bisschen an Tempo, an Zweikampfhärte gewöhnen musste und auch noch muss. Aber dass es schon viel besser geworden ist. Ich glaube, man hat in jedem Spiel eine Entwicklung gesehen und ich sehe diese Entwicklung auch im Training, dass er sich ans Wettkampftempo, an die Zweikampfhärte, die, wie er ja auch selber sagt, in Japan ein bisschen anders ist, dass er sich daran gewöhnt. Und dann ist auch nur eine Frage der Zeit, wann sein fußballerisches Können noch besser durchkommt. Und das haben wir gesehen. Es war nicht nur das Tor, sondern es war insgesamt, glaube ich, seine beste Leistung bisher. Und man merkt auch, dass das Zusammenspiel mit den anderen immer besser wird. Wir haben natürlich für uns einen klaren Plan, wie wir die vertraglichen Dinge angehen wollen. Wir sind ja zum Teil da schon auch seit Monaten dabei und Kainta, hast du richtig gesagt, ist ein wichtiger Spieler geworden, fast unverzichtbar derzeit. Und wir können uns gut vorstellen, dass er weiter beim KSC spielt. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.